So, willkommen zurück zu League of Legends. Ich befinde mich wieder auf dem PBE-Server und stelle euch heute Blade Queen Lissandra vor. Ein neuer Skin für Lissandra, der momentan auf dem PBE-Server ist. Und wie immer würde ich sagen, kommen wir zuerst zu den Emotes und dann zu den Spells. So, das waren einmal die Emotes und jetzt kommen wir auch direkt zum ersten Spell, nämlich fangen wir mit dem Q an, dem Ice Shard. Ihr seht schon, er ist so ein bisschen grün gefärbt, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wir machen ihn nochmal, zack. Also wirklich sehr, sehr geil gemacht. Generell auch das Aussehen von Lissandra, man sieht hier hinten hat sie noch so eine Kette aus dem Kopf ragen, das finde ich sehr, sehr nice gemacht. Kommen wir zum zweiten Spell, Ring of Frost. Wir halten alle Gegner fest. Und das ist natürlich auch wieder mit Stacheln versehen und in diesem ja, grünen Farbthema gehaucht, kann man sagen. Sieht wirklich auch sehr, sehr schön aus und finde ich passt auch unglaublich gut zu diesem Skin. Machen es nochmal, zack. Ist auf jeden Fall nett. So, kommen wir zum dritten Spell, Glacial Path. Wir schleudern unsere Hand nach vorne, zu der wir uns dann auch porten können. Auch die sieht wieder richtig, richtig böse aus. Also diese drei dünnen Klauen, die da angeflogen kommen, sieht wirklich schon ja, nicht schlecht aus. Kommen wir zu guter Letzt zu unserer Ultimate, nämlich Frozen Tomb. Ich hätte euch die gerne gezeigt, aber der Typ, der mit mir drin ist, ist ein bisschen AFK. Das heißt, ich kann sie euch lediglich an mir zeigen, aber der Effekt ist derselbe. Von daher sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Wir können ja nochmal die Hand machen. Ihr seht schon, die Kralle ist wirklich sehr, sehr böse. Gut, dann kommen wir mal zu der Ulti. Ja, ihr seht schon, richtig gut gemacht. Sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir unglaublich gut. Zu den Kosten des Skins. Es wird wahrscheinlich ein Standardpreis sein, also 975 Riot Points. Das heißt, da könnt ihr euch auf den Skin schon mal freuen. Zu guter Letzt kommt jetzt noch der Recall. So, und dann würde ich sagen, was hat für heute? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr zum Skin sagt. Also was, wie gefällt euch der Skin? Findet ihr ihn total daneben oder findet ihr ihn super? Ich finde ihn, muss ich sagen, echt auch vom normalen Standard aussehen schon sehr, sehr gut designt. Auch mit den Stacheln hier, das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Die Kralle, also das sind wirklich so kleinere Sachen, die echt sehr, sehr gut gelungen sind. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß, haut rein.